Das Böse begrüße ein herzlich zurück hier bei Mo Astray. Wir befinden uns nach wie vor in Kapitel 2, The Surface. Und dieses Kapitel hat es auf jeden Fall in sich. Wir haben in der letzten Folge so komische Pflanzen kennengelernt, die echt nicht ohne sind, die uns quasi instant töten können. Und auch sonst diverse Präzisionsspielchen hier. Das ist echt nicht so einfach und ich befürchte, dass sie wird jetzt auch einen Spießruten laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Be fair, careful to trap. Ja. Mo, lay low. Ach so. Okay. Scheiße. Knapp. Das war zu schnell wieder. Wie soll man das denn machen? Jetzt mal ernsthaft. Das war knapp. Night Eye, okay. Wait for enemy. Trap. No escaping. Not one. Okay. Wir können hier oben weiter. Gucken wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Also die Stufe an Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall ab. So fucking loot nicht ohne. War auch wieder so ein Thema. Aber ehrlicherweise habe ich hier gerade keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Alex Fisher. We are running out of resources. We must cut down our numbers. Turn all the unnecessary ones into raw matter to maintain the project's operation. Damn it, Greenbell. Your plan better work. Yaka Ring Cave. Make trap. Not warriors. Can kill enemy as well. Bad knees, but still can battle. Okay. This is slow. This guy is going way too slow. Mo, could you hurry him up? Wait, its knees are cracking. We better slow down. Need it to open the door. Come on, almost there. Just a tiny bit more.
Finally. More. Don't stick yourself on all costs. Was auch immer, keine Ahnung. Nice. Ah, das hat besser geklappt als erwartet. Oh, shit. Oh, so this is where we are? If we made it here, then it means we finally cleared half the tower. This place sure went through a makeover. Couldn't tell where we were if I wasn't paying close attention. Everyone looks so serious at today's meeting, even Harper. The research has been lagging behind for such a long time. Feels like there hasn't been a breakthrough development in forever. Director Greenbull is right. Perhaps we need to look at the fluid from a different perspective. Hey, serious? Are you even listening? Did you think of something? What is it? Hey, wait for me. Why are you walking so fast all of a sudden? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Geschichte von Mo ist. Die wir hier mal lesen. Also, nicht sicher, aber ich könnte es mir eben vorstellen. Schwupp, sehr schön. Wenn ich hier runter dingsel, dann... All because of the plants. Turned the place into a jungle over the last few years. This place has had me confused for a long time now. Judging from the speed and ways the plants grow, the area outside should be as lively as it is inside the tower, but... But? Oh Gott, das ist ja wieder hervorragend hier. Das war jetzt aber sportlich. Oh Scheiße, das ist ein komischer Stein. Things just don't add up. Just what in the world happened? That left the outside world like this? Man weiß es nicht. Na, bist du... Achso, lol. Das war dumm. Ja, das war sehr dumm. Oh. Wie genau...
I only could remember the things before I woke up, then I might have been able to find some clues. Tja, nun. Oh. Das sieht jetzt nicht ganz so einladend aus. But being here for so long. One thing I can say for sure. This tower and those people, and even us, aren't a part of this world. This is their world, Mo. And now even the inside of the tower is theirs. We are the unwanted guests. Aua. Was? Bitte? Ich verstehe gerade ehrlich gesagt nicht, was das jetzt hier soll. Ach Scheiße. Ich bin halt echt zu schlecht und zu blöd. Aua. Ich muss mich erstmal kurz ein bisschen regenerieren, bevor ich dem nochmal begegne. Oh wow. Ist jetzt halt die Frage, kann ich dann da einfach durch, wenn er das zerstört hat? Oder wie ist das? Muss ja fast, ne? Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich das sonst irgendwie machen soll. Mal sehen. Aua. Wie genau macht man denn das? Okay, also...
Okay. Gut. Gut. As to what kind of world this is, and why are we here? The only person that knows, the only one that's left, is probably... keine Ahnung. Okay. Hier muss man durch. Es ist halt echt doof. Nein, ach Scheiße. Ja, so oder so ähnlich. Kommt ein neuer? Ja, Gott sei Dank. Das halt dann richtig einzuplanen, ist halt irgendwie... Nein! Oh Mann, ist das scheiße. Nein! Oh, was eine Scheiße! Oh. Okay, das war zu früh. Fuck. Mann, ist das ein Rotz. Ich bin so scheiße in so Dingern. Aber dann muss ich sowas hier natürlich jetzt ständig irgendwie auf die Ketten kriegen. Mega gut. Nicht. Gut. Die Scheiße ist jetzt, das Ding liegt da richtig blöd. Thank you.
Mann. Das ist echt... Ich weiß nicht. Also ich bin super schlecht und sowas. Ich finde die Ideen mega nice. Aber wie gesagt, ich beherrsche das halt. 0, Komma. Es ist oben und nur darauf kommt es gerade an. Okay, danke schön. Der geht auf und der andere zu. Mhm. I see. Warum? Alter, wie weit kann der denn bitte immer umherrollen? So ein Scheiß. Scheiße. Hä? Ich verstehe nicht so richtig. Was ich verstehe, ist, dass... Also irgendwie leuchten dann halt seine Hebel da mal auf oder so. Au. Toll. Ich verstehe nicht, was das für merkwürdige Rätsel sind teilweise. Komm jetzt. Ja, keine Ahnung, wie man dem entgehen kann. Hier ist das nicht, oder wie? Nee. Aua.
nein. Was das soll. Oh Mann. Ich dachte, der legt sich dann hier halt rauf, aber irgendwie macht er das nicht. Das ist halt nicht das, was er machen soll. Sicher, wie genau das hier funktionieren soll. Solange ich hier draufstehe, ist das jetzt nicht das Problem, aber... Wie genau... Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt hier rüber gelotst kriege. Immer so eine ollen Kackrätsel hier. Eine Idee habe ich. Okay, sehr gut. Sehr schön. Es ist in etwa so, wie ich es mir gewünscht hätte. Sinka Deep Carve 190. Sky People left behind. Stuff, dismantle, rebuild, make new. Can fight against the eye. Ja, aber wenn ich das hier mache, das hilft mir ja nichts. Okay. No one is coming. It's already been 24 hours. There's not much air left. I knew it. Something's wrong with the circulation system. Everything's out of control. Has been since a year ago. Wow. They sealed off the paths to the top. Damn it! Should have put the last bullet straight through my skull. I don't want to go out like this. Ich habe nicht gedacht, dass man die hier tatsächlich lesen kann. Crap! Can't stop the bleeding! Got bit in an artery! Ha! Talk about bad luck! Sorry, sir. Didn't finish the mission. Henry Dawson. Logan's DNA was a match. Captain and the doctors didn't even blink before throwing him straight in the lab.
How far are we going to go just to get back home? Looks like I'm up next. Please don't match. I want no part of that horrible experiment. We've already sounded the alarm. Why did so many people still fail to react? And you boofs! Mercenaries, my bum! Just a bunch of clowns! Totally useless when push comes to shove. Why don't y'all go back in and die? What? You think pointing your gun at my face will make me? Just what on earth was Turner thinking? Setting aside the hidden risks with the plant itself, can we really boost the control rate with this? Doping at such a high purity, the success rates are far too low. Best case scenario, no, there is no best scenario. If we fail, our way home will be gone, forever. I have to talk to the doctor and the captain out of this. Would we still be our original selves after the resurrection? I'm not buying any of this raw metafluid BS. After all, what's just some imitation? Even if you could rebuild memories and body data, would that be you? If I broke the rules and made myself with that stuff while I'm still alive, which one is the real me? Das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Good thing I have my protective suit on. Otherwise I'd end up just like them. How did this infection... Huh? Why is gas seeping into the suit? Get away from me! Hold this pathway. Hurry, don't let them in. Backup from the upper levels is on the... Wait, what's the purple smoke? Crap! What's wrong with you? Retreat! Get away from the gas! Dylan should have been able to handle emergencies like this immediately. Did someone do something to him? Whatever the case, we have to go up quickly. We'll be locked down here. Jeremiah! He's the type of person who would have totally... Would totally do such a thing. Damn it. Logan Williams resurrected? How many times has it been? My body hurts so much. So this is what I've been doing to others all this time? This must be karma. God, I beg of you, spare me. Jetzt? Muss man den zerstören, oder wie? Ich brauche einen auf jeden Fall hier drüben. Damit ich das nehmen kann. Warte mal. Vielleicht muss ich dafür... Wartet mal... Vielleicht so? Damit ich... Nope. Damit ich sein Seil durchtrennen kann? Das wird, glaube ich, so nix.
Ah, doch, jetzt. Nice. Jetzt habe ich den hier, aber... Und? What? Ich wollte jetzt eigentlich nicht sterben. Momentchen warten, bis mein Leben wieder aufgefüllt ist. Gerade nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich konnte sein Seil durchtrennen. Okay, aber weiter. Ich meine, wenn ich jetzt den hier mache, dann ist er weg. Interessant. There's a door to the second level. They've made some strange markings on the door. Mal gucken, was jetzt passiert. Und an dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin, tschüss.